Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Falls ihr mich ein bisschen komisch anhöre oder komisch aussehe, komischer als sonst logischerweise, ich bin ein bisschen krank leider, aber es hindert mich nicht daran, für euch hier natürlich noch ein bisschen Content zu bringen, weil ich Bock habe, in einen ganz besonderen Track reinzuhören und zwar von Dardan Laufen. Viele von euch haben mir gesagt, dass das Ding emotional geworden ist und dass ich da auf jeden Fall mal reinhören soll. Ihr wisst, ich bin normalerweise nicht der größte Dardan-Hörer. Ab und zu habe ich mal reingehört. Es gibt ein paar Songs, die ich sehr, sehr feier. Aber sonst bin ich jetzt nicht so der Prototyp Dardan-Hörer, würde ich mal sagen. Was ich ganz cool fand, dass Riton, der hatte so ein Brainlag gerade, dass Riton bei ihm mit auf Tour war, bei einem Stop irgendwie auf der Bühne war und so. Riton, absoluter TikTok-Goat an dieser Stelle. Aber jetzt hören wir rein bei Laufen von Dardan. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt, weil mir wirklich viele geschrieben haben von euch. Wir hören rein, let's go. Von Fatih TV Video. Ich glaube, der macht so gut wie alle von Dardan. Boah, okay, ich glaube, das wird sehr emotional. Und sie fliegt hoch hinaus, ein Licht geht auf, sehe eine weiße Taube, ich muss laufen, ich muss fliehen. Wir sehen uns später, ich verspreche, doch weiß es selber nicht, ob's das letzte Mal ist. Und ich bete, dass ich euch bald wiedersehe. Oh, holy shit, okay. Ich will eigentlich gar nicht pausieren, weil ich das alles so als Ganzes sehen möchte, aber ich habe das Gefühl, ich muss auch ganz kurz ein bisschen das appreciaten hier, wie krass das ist, holy shit, das ist also so ein gutes Musikvideo, das sieht wirklich aus wie eine Szene aus irgendeinem Film irgendwie, finde ich, Dardan passt da auch gut rein und das ist wirklich direkt, man kann sehr, 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 sehr krass mitfühlen, finde ich, also auch die Schauspieler eben, die Frau, der Mann, Alter, holy shit, das geht direkt ins Herz. Und ich bete, dass ich euch bald wiedersehe. Ich vergieße eine Träne, denn wir gehen jetzt. Wie lange tragen meine Beine mich? Doch ich denke nur an dein Gesicht. Ich bin gebrochen, doch ich zeige es nicht. Meine Tochter, bitte weine nicht. Halte durch noch ein Stück, denn wir sind bald da. Irgendwann wirst du es verstehen, vielleicht in ein paar Jahren. Also lauf, bitte lauf, trag dich in mein Arm. Gott sei Dank, dass sie nicht sieht, was ich sehen kann. Sie versteht es nicht genau, doch es fehlt was. Und schaut nach hinten, weil sie Mutter nicht mehr sehen kann. Boah. Ey. Oh. Keine Ahnung, das geht mir so nah irgendwie. Das ist so krank dargestellt. Und es macht mich auch so sauer, wenn ich immer noch Leute höre, die, keine Ahnung, die sagen, dass man solchen Leuten keinen Aufenthalt geben sollte oder, oh, ihr wisst was, ich will mich jetzt gar nicht aufregen, ich will einfach dieses schöne Video und diesen schönen Song hier appreciaten. Boah. Ist nicht genau, doch es fehlt was und schaut nach hinten, weil sie Mutter nicht mehr sehen kann. Wir müssen nur noch ein bisschen laufen, dürfen keine Zeit verschwenden. Boah, holy shit. Wir überwinden diese Grenze, wir müssen nur noch ein bisschen laufen, doch mit dieses Ziel ist nicht das Ende. Meine Erinnerung wird zu rauch, doch ich nehme es in Kauf. Wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Boah, holy shit, wenn man auch überlegt, was aus Dardan geworden ist, ne, dass der einfach diesen Song jetzt so veröffentlicht, das, keine Ahnung. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn nie hundertprozentig krass verfolgt, aber ich finde es so schön zu sehen, dass mit was für einer Ernsthaftigkeit und was für einer Ehrlichkeit er diesen Song jetzt hier macht irgendwie. So ein starkes Musikvideo, wirklich. Und ich glaube wirklich viele von euch vielleicht auch, die nach Deutschland gekommen sind, oder dessen Eltern vielleicht nach Deutschland gekommen sind, die fühlen das nochmal krasser, wenn sie diesen persönlichen Verbindungsgrad haben. Doch ich nehme es in Kauf, wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Boah.
Beste, was mal war. Dennoch halten wir nicht an. Sag, wie lang kann es noch gehen? Vielleicht schaffen wir es nie. Doch ich rede es mir ein. Ich schließe meine Augen und seh das Ziel. Jeder Schritt bringt uns weiter. Ich darf nicht versagen. Es hängt zu viel davon ab. Ey. So ein schöner und so ein wichtiger Song irgendwie. Und dieses Musikvideo nimmt mich irgendwie echt mit, weil ich weiß nicht, es ist nochmal was anderes, wenn man das so sieht irgendwie, wisst ihr? Also natürlich, man weiß ja, was für Sachen, oder man kann sich anmaßen, was für Sachen Leute durchgemacht haben. Aber logischerweise sieht man ja nicht, weil die Leute, wenn sie von irgendwo flüchten, ja nicht filmen nebenbei, logischerweise. Und jetzt das irgendwie so zu sehen und auch dieses, wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Ich glaube, das ist so ein Satz, den halt wirklich Eltern ihren Kindern dann gesagt haben, so. Weil die Kinder verstehen das ja auch nicht. Und dann haben sie gesagt, ey, wir müssen nur noch ein bisschen laufen, nur noch ein Stück, dann sind wir in Sicherheit irgendwie, keine Ahnung. Boah. Ich schließe meine Augen und seh das Ziel. Jeder Schritt bringt uns weiter, ich darf nicht versagen, es hängt zu viel davon ab. Erklimme Berg über Berg, denke nach übers Leben, es ist ein Auf und Ab. Ich will nach oben, doch es zieht mich runter. Doch ich weiß, ich laufe wild nicht runter. Meine Dunja brannte, als ich mich umsah. Herzlich willkommen in Europa. Ich musste dich verlassen, hab dich so geliebt. Hab dich so geliebt. Na come on. Molly Berti. Molly Berti. Molly, na come on. Molly Berti. Wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Dürfen keine Zeit verschwenden. Ey. Was soll ich sagen, Mann? Es geht mir echt nahe. Holy shit, ich weiß nicht, ob das jetzt von da dann wirklich selbst die Story ist. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Ich glaube, er ist Albaner, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber das ist echt krass irgendwie, holy shit. Und ich kann mir nur vorstellen, wie krass der Song auf Leute wirkt, die halt Leute kennen, die sowas durchgemacht haben oder selber sowas durchgemacht haben oder in der Familie. Und der Himmel färbt sich grau, wir überwinden diese Grenze, wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Ich finde auch daran macht das im Musikvideo so gut und auch mit dem Song, es kommt so ehrlich rüber alles. Wisst ihr, wie ich meine? Ich find's schön so, was aus ihm geworden ist, wenn man ihn so sieht mit, wer macht Para, so, wisst ihr, mit Enno zusammen. Und jetzt, dieser Mann steht jetzt hier vor uns irgendwie. Oh nein, oh nein, oh nein. Holy shit. Digga, was soll ich sagen? Krass, Mann. Boah, krass. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass mich das noch so mitnimmt am Ende. Aber wo die angekommen sind in Stuttgart und dann die Frau nicht da war. Und die ja auch nicht wissen, was mit ihr passiert ist.
Krass. Holy shit, was ein guter, wichtiger, schöner Song. Und was für ein krasses Musikvideo, Mann. Holy shit. Und also wenn ich schöner Song und schönes Video sage, meine ich natürlich nicht, dass der Umstand schön ist, aber dass ich es super schön dargestellt finde und super wichtig finde, dass wir solche Art Songs haben und dass ich schön finde, was aus da dann geworden ist, dass er das so zeigt, wisst ihr? Ey, es tut mir leid, dass ich so. Es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich krank bin. Aber trotzdem, holy shit. Das ist so ein Ding, was man echt den Leuten zeigen und schicken kann und muss, die nicht verstehen, warum Leute Schutz suchen in anderen Ländern vielleicht. Oder keine Ahnung, die nicht verstehen, was die durchgemacht haben. Ich meine, wir können es alle nicht verstehen, aber solche Sachen können das einen so ein bisschen näher bringen, eventuell. Boah, ich habe ganz großen Respekt vor allen Leuten, die irgendwie sowas durchgemacht haben oder Familie haben, die sowas durchgemacht haben. Weißt du, und wir beschweren uns, wenn wir beim Einkaufen irgendwie 10 Minuten warten müssen an der Kasse, wisst ihr. Boah. Ey, sorry für dieses, für dieses Video jetzt hier so. Aber das war schon echt krass, Mann. Holy shit. Freunde, ich bin nicht mehr in der Lage dazu, irgendwas zu sagen am Ende. Deswegen schreibt mal euer Feedback zum Song in die Kommentare. Und ja, Mann, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns.